Hi du, ich möchte dich heute fragen, wer dir deinen Wert zuschreibt. Schau mal, ich habe hier einen 10-Euro-Schein und dieser Schein hat einen bestimmten Wert, sodass ich mir damit eine bestimmte Anzahl an Produkten kaufen kann. Wenn ich diesen Schein jetzt nehmen würde, ihn zerknüllen würde, auf den Boden schmeißen und darauf rumtrampeln würde, dann hätte er trotzdem genau den gleichen Wert. Ich könnte mir genau die gleiche Anzahl an Produkten damit kaufen. Genauso ist es auch mit uns Menschen. Wir Menschen haben einen bestimmten Wert von Gott zugeschrieben bekommen. In seinem Wort sagt er, dass wir unendlich wertvoll sind, teuer erkauft und von Gott geliebt sind. Und dieser Wert ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen oder äußeren Einflüssen. Wir Menschen haben das so in uns drin, dass wir denken, wir müssten unseren Wert definieren durch das, was andere Menschen über uns denken. Wir versuchen, den Menschen zu gefallen, indem wir Markenklamotten kaufen, indem wir das teuerste, neueste Handy besitzen, in der Schule die besten Noten schreiben oder auf der Arbeit die beste Leistung erbringen. Und das sind alles Sachen, die sind schön und gut und die haben sicher auch seinen Reiz, aber das darf deinen Wert nicht definieren. Gott definiert deinen Wert so, dass es egal ist, was du geleistet hast oder in deinem Leben versemmelt hast. Schau mal, du könntest von jetzt auf nachher deinen Job verlieren und könntest dir vielleicht dann nicht mehr das teuerste Handy leisten. Und Gott findet, dass du genau gleich wertvoll bist wie davor auch. Wir versuchen oft, Menschen zu gefallen und uns ist wichtig, was andere Menschen über uns denken und versuchen es allen recht zu machen. Und oft gehen wir daran kaputt, weil wir denken, dass unser Wert davon abhängig ist und fühlen uns dann weniger wertvoll. Aber ich möchte dir heute sagen, dass Gott dich liebt und dass er dich wertvoll findet. In Matthäus 10, Vers 29 bis 31 steht unter anderem drin, dass Gott genau weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und ich weiß nicht, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Das zeigt mir, dass ich einen Schöpfergott im Himmel habe, der ein großes Interesse an mir haben muss, weil er mich besser kennt, als ich mich selbst kenne. Und dieser Gott findet, dass ich und du wertvoll sind. Wow! Und das möchte ich dir für heute mitgeben. Ich möchte dich ermutigen, Gott zu suchen, denn er ist interessiert an dir und er definiert deinen Wert. Und der ist beständig und ändert sich nicht anhand von irgendwelchen Umständen. Du bist genauso wertvoll wie gestern und wirst morgen genau den gleichen Wert bei ihm haben. Er liebt dich und macht es nicht abhängig davon, welche Leistung du erbringst. Mach's gut!